Herzlich willkommen im Groupama Stadium. Ich darf Sie zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Heute übertragen wir für Sie ein Nationalmannschaftstestspiel. Dänemark gegen Australien. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Menge Spannung. Das ist die heutige Aufstellung der Dänen. Torhüter ist heute Kasper Schmeichel. Andreas Christensen spielt mit Simon Kjær in der Abwehr. Pierre-Emil Højbjerg steht mit Christian Eriksen im Mittelfeld. Und vorne setzen sie in dieser Partie heute auf lediglich einen Stürmer. So gehen die Australier in dieses Spiel. Sie treten heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Es geht los in dieser Partie. Anstoß haben die Dänen. Anspiel kommt gut. Da kommt der Pass auf außen. Kjær. Pass geht über die Seitenlinie, das ist Einwurf. Sainsbury. Nun Lecky. Einwurf Dänemark. Jetzt Eriksen. Cornelius. Højbjerg. Christensen. Auch heute werden die Gastgeber wohl wieder zu ihrem Mittel, das da heißt Forechecking, greifen. Wolf, das sehe ich ganz genauso. Das ist ihre Spezialität. Da hat der Trainer richtig gute Arbeit geleistet. Es stimmt die Physis, es stimmt die Laufbereitschaft und auch das Spielverständnis. Machen sie richtig gut. Cornelius. Braithwaite. Daniel Vaz. Zuspiel von Eriksen wird abgefangen. Klasse Aktion da. Oh, viel Platz jetzt. Die Gelegenheit für die Flanke. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. James Jago. Da lasse den Ball gut laufen. Und der kommt jetzt nicht an. Der Ball ist weg. Jetzt Eriksen. Braithwaite. Højbjerg. Sie bringen den hohen Ball. Ganz energisch. Cornelius. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Brad Smith.
Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Braithwaite. Daniel Vaz. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Daniel Vaz. Gut verteidigt hier. Da ist Platz auf dem Flügel. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Tor ist leer, Ball ist drin. Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr. Also den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Alter, machen Sie es ihm aber auch wirklich leicht. Und er sagt Dankeschön. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Braithwaite. Daniel Vaz. Højbjerg. Da ist Eriksen. Yusuf Paulsen. Gefährlich! Yusuf Paulsen. Und da ist der Ball wieder weg. Mit einer knappen Führung gehen Sie hier also in die Pause. Gerecht, Buschi? Boah, ja, ich denke schon, Sie waren zumindest im entscheidenden Moment präsenter. Also, es würde mich nicht wundern, wenn Sie den Vorsprung halten. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Da ist Platz. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Da verlieren sie den Ball. Jackson Irvine. Guter Einsatz hier auf Außen. Eriksen jetzt am Ball. Ja, mit viel Übersicht. Jackson Irvine. Moy. Jetzt der Vorstoß. Leckie. James Jago. Sie bekommen den Abstoß. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung vom Treffer eben. Da ist natürlich alles offen, ganz klar. Das Tor muss er machen, ist am Ende nur noch Formsache. Yusuf Paulsen. Højbjerg. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Daniel Vaz. Und hier wird es gleich einen Wechsel geben. Ja, die wollen noch mal was Neues versuchen. Ja, könnte was werden. Stark gearbeitet. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Schöner Steilpass. Yusuf Paulsen ist abseits.
da hat das Timing nicht gestimmt. Und da kommen die Auswechslungen. Neue Spieler für beide Teams. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. James Jago. Klasse Aktion, Ball ist weg. Anspiel kommt gut. Jetzt die Dänen. Da kommt er nicht vorbei, er verliert den Ball. Jamie McLaren. James Jago. Guter Spielaufbau. Das waren da doch zu viele Pässe. Jetzt ist der Ball auf jeden Fall weg. Robert Skov. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Cornelius. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Yusuf Paulsen. Da könnte was entstehen. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Eriksen jetzt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Und das gibt Einwurf, der Ball im Aus. Wieder so ein klasse Pass. Das Zuspiel kommt nicht an. Wichtig, dass der Verteidiger zur Stelle war. 2 Minuten werden nachgespielt. Robert Skov. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gäste haben also gewonnen. Tja, an diesem knappen Sieg sehen wir mal, wie stark diese Mannschaft wirklich ist. Es ist gar nicht so leicht, so ein Ergebnis über die Runden zu bringen. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat.